Mein linker Arm langsam wehtut, weil diese Polster schon so ausgelutscht ist. Auf der linken Seite. Oh. Wie ich schon wieder schon sagte, immerhin hast du noch Läden. Ja, die bringt aber nichts, wenn so nicht mehr weich und fluffig ist. Besser als Krankheit. Das würde. Oder mit, wenn du da jetzt drüber gehen würdest, würdest du genauso denken, als wenn da nichts wäre. Das bisschen, was da noch ist, das kann ich auch abziehen. Fühlt sich genauso an. Sieht nur nicht mehr weiß aus. Na gut, sieht so jetzt nicht mehr. Drückt das Schwarz jetzt schon durch. Also vom Weiß ist das ganz, ganz weit entfernt. Das ist irgendwie so eine Mischung. Schön warten, bis mein Erkältungstee hier durchgezogen ist. Dim. Die Erkältung, die sie anbahnt, erstmal instant bekämpfen hier. Was ich bei da mache, ist immer heißen Zitronentee. Zitronentee ist geil. Zitronentee ist richtig geil. Der ist richtig cool. Schau dir mal WoW ist überlegt, das ist überzeugt. Ich gucke bei einigen Leuten WoW. Ich mag WoW auch. Aber Fakt ist, es ist nicht mein Main-MMO. Mein Main-MMO ist und bleibt Final Fantasy. Netter. Finale Fantasie. Der gibt es nichts zu rühren. Wie würde jetzt eine spezielle Person alles bleibt, wie es ist? Ganz genau. Daran wird sich ja nichts rütteln. Alles bleibt, wie es ist. Ob du hier bist und nicht. Community besteht ja aus Final Fantasy. Das ist mit Final Fantasy aufgebaut. Klar guckt meine Community auch mal bei anderen Games zu, aber wir sind eine Final Fantasy Community. Unsere Skill ist in Final Fantasy. Ich wechsle nicht das Main-MMO. Ich spiele andere MMOs, aber ich wechsle das MMO nicht. Also nicht zum Main-MMO. Wird nicht passieren. Würdest du FF nicht streamen, sondern andere Sachen streamen, hätte ich dich, glaube ich, als Streamerin viel, viel später erst kennengelernt. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Da wäre es sonst nur meine Guildenleiterin. Das wäre aber bei ganz, ganz vielen so. Bei Zuret wäre es zum Beispiel auch so. Zuret hätte mich niemals oder wäre niemals so lange hier, wenn es nicht FF14 geben würde. Beziehungsweise hätte mich gar nicht gefunden. Hybrid, Dera und Mira auch nicht. Eigentlich die Hälfte meiner Community, Luna auch nicht. Luna hätte mich gar nicht gefunden ohne Final Fantasy. Ich hätte meine ganzen Mods ohne Final Fantasy nicht. Also. Ja, yeah, nein. Alles gut. Es ärgert mich ja noch nicht mal. Da müsstest du ganz anders schreiben. Da hatten wir schon ganz andere Leute. Oh Gott, da könnte ich Storys erzählen. Da könnte ich Storys erzählen, ne? Was wir hier schon für Leute hatten. Das ist. Es gibt immer diese Spezialisten. Kitty kennt die eine oder andere Geschichte, glaube ich. Mhm. Ich habe dir hier schon einiges erzählt. Ja. Und durfte, glaube ich, auch. Duft habe ich, glaube ich, auch schon hin und wieder mal. Allein vorhin. Wohin hatten wir auch schon das Thema. Also. Sehr ausschweifende Sprechung. Ja. Also. Ja. Aber ich mag WoW. Ich habe mir sogar diese Bücher gekauft. Die sind auch mega gut. Gerade erst zuletzt das Sylvanas Buch. Shadra, rette mich. Ich lieg dann mal. Ja. Ich kann es mir vorstellen, es sind so eine spezielle Menschen auf Twitch, ja. Ja, also es gibt verschiedene Arten von Menschen auf Twitch. Nur ein klein. Auf der einen Seite, manchmal ist es halt echt funny. Auf der anderen Seite ist es teilweise einfach nur traurig. Einfach nur traurig. Da denke ich mir manchmal, was sind das bitte für Menschen? Was sind das einfach nur für Menschen? Hast du schon ein Erlebnis im Stream? Echt? Du auch? Also manche sind echt schlimm. Manche sind echt schlimm. Ich frage mich manchmal auch, wie kommen die im Leben klar? Wenn die im privaten Leben auch so sind. Ja, ne?
Das ist so ein richtig angenehm Gesicht. Also wie gesagt, wirklich. Stell dir das mal auf so einer Party vor. War nun fertig, ja. Ich weiß nicht, wir hatten auch mal einen, der sich als Top-Fan, ohne Witz, als Top-Fan hier breit gemacht hat, ist dann eine meiner Mods angegangen, also bis aufs Übelste, sogar Privatnachrichten, Kitty kennt die Story, und ich hab, das war tatsächlich alles noch, während das Stream gestartet hat, ich hab dann Bann rausgehauen, oder halt erst ein Timeout, dann ein Bann, weil er halt einfach nicht aufgehört hat, also die Person zumindest. Und dann ist er weiter auf meinen Mod eingegangen und hat gesagt, ja, warum bannst du mich und so. Mein Mod nur, hallo, ich habe gar nichts gemacht. So, hi. Tja, ich sitze hier nur. So, ja, lüg nicht und was weiß ich. Und dann direkt auf die Sperrliste und fertig. Und dann hat er mich aber privat irgendwie die ganze Zeit belästigt. Und ich dachte auch schon so, alter Junge, was willst du? Was willst du? Ich bin irgendwann noch nicht mehr drauf eingegangen. Also ich bin eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Ich habe einfach nur überall sperren, 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 sperren. Blockieren, blockieren, blockieren. Ja, manche sind da auch schon sehr hartnäckig. Vor allem, es hat dann auch Ausmaße angenommen. Dann kam irgendwann, ich glaube, das war sogar noch davor, kam nur der Satz, ja, ich weiß ja mittlerweile auch, wo du wohnst. Wie willst du das wissen? In der Zeit war, ne? Das habe ich ja noch nicht mal gestreamt. So, Junge, das ist eine ganz seltsame Form an bei dir. So, dann erster Bann. Dann kam er irgendwann auf Twitch. Nächster Bann. Also, es gibt Leute. Streamt tue ich jetzt seit 1,5 Jahren. Tatsächlich. Das sind immer diese Leute auch, die mit einem Account ankommen. Sobald sie gewandt sind, sie haben noch 50 andere im Petto, um noch hinterher zu schreiben und dann böse Wörter rausfahren. Ja. Da habe ich auch so schon ein paar Geschichten erlebt, ey. Also manche sind echt einfach auch richtig penetrant. Ich hatte auch schon eine Situation, da war ich recht früh, also noch recht frisch, was Stream angeht. Und ich sag mal so, da kam einer in den Chat, der hatte einen rechten Namen. Ja, okay. Und ich dachte mir so, ja toll, den Follower hätte ich nicht gewollt. Ja, bei solchen Namen wäre ich auch direkt die Erste, die automatisch bannen. Also bei gewissen Namen, ich weiß gar nicht, irgendwann anders, ich hatte das auch mal, aber ich glaube, es war tatsächlich sogar was relativ Sexistisches. Ich weiß gar nicht, ob Kaya damals so Mod war oder ich glaube, Hybrid hatte den sogar rausgebannt. Das hatte ich selber noch gar nicht gesehen gehabt, weil ich glaube, ich in der Pause war. Und ich hatte das dann nur gesehen und dachte, was für ein bescheuerter Name. Also, dass Twitch es erlaubt, dass man so Namen erstellen kann. Ey, vor allem, allein der Name ging schon unter die Gürtellinie. Das ist so. Ich erst seit 1,5 Monaten. Also ganz frisch dabei. Nice. Aber wie ich gesagt, solche Typen einfach bannen und weg und dann hast du deine Ruhe. Aber es hat auch lange gedauert, bis ich mir tatsächlich so ein etwas dickeres Fell angelegt habe. Anfangs hatte ich noch richtig Schiss und habe immer gesagt, so, oh Gott, was passiert da, Hilfe? Ja, wenn solche Leute kamen. Und war wirklich immer richtig panisch. Mittlerweile bannen. Raus. Weg. Timeout. Lass mich in Ruhe. Raus mit den Viechers. Alles raus, was keine Miete zahlt. Das gibt eine Anzeige. Oh je. Zählt man Free Prime Abo als Miete? Ich habe auch einen, der einen speziellen Namen, aber der hat sich als guter Typ rausgestellt. Bei mir tun Humor nehmen. Bei manchen, es ist halt der Unterschied, je nachdem, wie die Leute dann halt schreiben, ne? Wenn jemand dann schon eine gewisse Haltung an den Tag legt, das merkt man dann ja relativ schnell eigentlich, dann weg mit den Leuten. Wenn es dann, wie in deinem Fall, sich als was Positives rausstellt, ist gut, ist auf Twitch, aber tatsächlich, scheiße, zu spät ausgewichen. Ihr müsst hinter dem Bus laufen, wenn er euch anspuckt. Ja, egal. Ja, passt. Nicht schlimm. Ist
ist spät. Es ist Schwund ist immer. Schwund ist immer. Es ist kurz vor vier, lass mich. Es ist kurz vor vier. Ich habe keine Konzentration. Alles gut. Den Boss bleibt man im Liegen, ja. Weißt du, es hat viele Tode gebraucht, bis ich in Final die ersten Bosse lebend überstanden habe. mir sagt 12F bei dir nicht bei dir zu. Als Mensch wirst du sympathisch, da will ich diese Balance holen. No! Ryder, so danke schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Aber selbst wenn der FF nicht zusagt, vielleicht gefallen dir ja andere Sachen, die ich hier spiele. Wie gesagt, WoW wird bestimmt auf jeden Fall mal wieder kommen. Gehe ich ganz gewiss von aus. Allein wenn Duft das vielleicht nochmal einlöst. Aber also, ja. Ja, ich muss für Gottes Schild. Nein, hat sich ja entschieden zu sterben. Ansonsten kann man sich ja irgendwann mal anders irgendwie entscheiden. Ansonsten, wir spielen auch ganz viel Witcher, wir spielen Spiele wie Life is Strange, wir spielen Strategiespiele, also ich spiele ja eigentlich alles irgendwie. Ich spiele Dead by Daylight. Also, ne, irgendwas wird vielleicht auch für dich noch mit dabei sein. Wenn es noch nicht einfach 14 ist. Bevor um nochmal zu laufen. Ihr müsst ja auch gar nicht. Kann ich hier liegen? Ich wollte gerade sagen, kann ich hier liegen bleiben? Ich kann hier liegen bleiben. Juhu. Fauli, ja. Ich bin alt. Meine Knochen sind schwer, ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin schwer. Nee, ich bin müde. Aber es sind halt noch 3 Stunden. Ja. 3 Stunden haben wir es. Jetzt müssen wir wieder zum Anfang der Linie und das Zeug abgeben, ja? Das geht dadurch, dass wir Random Browser sind, einfacher. Da siehst du dieses grüne Auge an der Karte. Kannst einen Rechtsklick drauf machen, aus dem Dungeon teleportieren. Und wenn du dann draußen bist, musst du wieder in den Dungeon teleportieren und dann bist du am Anfang. Ich bin angeblich in einem Kampf. Was? Ja, ich bin angeblich in einem Kampf. Geht gar nicht. Oh, klar, tot! Was? Hast du auch Totstellen? Mach mal Totstellen, vielleicht hilft es. Ich muss einfach nur 2 Zentimeter nach hinten gehen. Wow. Ja, da war so eine böse Ratte. Irgendwie sowas. Also, wenn dann mal aufarbeiten. Alles klar. Danke, dass du so lange mit dabei warst. Ich würde ja sagen, viel Spaß auf der Arbeit, aber es ist Arbeit. Man kann an Arbeit auch Spaß haben, je nachdem, wie der Mensch drauf ist und was es für eine Arbeit ist. Das ist ja gut, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, kann man sich auch den ganzen Tag versauen. Ja. Genau. Ja, so in was muss ich rein? Wo waren wir eben drin? Sklaven und Unterkämpfe, das ist links. Du kannst auch da den grünen Knubbel an der Karte wieder rechtsklick machen. Mhm. An der Mini-Karte oben rechts, das Ding. Das da? In den Dungeon-Porten. Huch. Hier, da muss man erstmal klarkommen mit. Was wird genau, hier? Dann bist du wieder am Anfang drin und kannst dann abgeben. Delnadris. Wie? Die Göttin schützt. 37. Was? Nun geh. 20 Dungeon-Quests abgeschlossen. Yay. Fleißig, ne? Schon mega fleißig dabei. 25 und sagt alt, wie süß. Jo, ich bin alt. Ich werde 26. Ich bin alt. Ich sag dazu nix. Wieso? Ich bin halt ein bisschen älter. Also. Ach was. Ich komme auch mal in die 26. Aber alt bin ich nicht. So. Nein.
Das wirklich nicht. Nee. Außerdem ist Alt relativ. Das stimmt. Zeit ist relativ und damit auch das Alter. Sie haben vollkommen recht. Hm. Ist nur so alt, wie man sich fühlt, dann bin ich 90. Ich bin wahrscheinlich der Opa hier, meinst du? Ist das so? Darf ich denn fragen, wie alt du bist? Du musst es nicht sagen, natürlich, aber... Wenn du schon sagst, dass oder meinst, dass du der Opa bist? Ich habe hier so einen ungefähren Überblick über meine Community. Die zumindest mehr hier sind. Ich weiß es ja meistens. Wir erst wissen, wie alt die im DC sind. Jungs. Bitte nicht lügen. Geht doch gar nicht. Also ich bin 91er Baujahr. Ich bin 1990er Baujahr. Ja. Richtig gute, ey. Richtig gute Altersgruppe. 96. Ja, aber auch. Nee, stimmt. Doch, du hast auch Pokémon. Aber du hast es nur nie gespielt. Ja. 81er Baujahr. Dann bist du nicht ganz der Älteste. Bist du nicht ganz der Älteste. Passt, aber nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Wollen wir hier den Dampfkessel noch machen? Ja, wir müssten dann aber wieder auffüllen. Ja, wir haben keinen Heiler. Ja, genau deswegen, ja. Wird überbewertet. Ja, und tanken traue ich mir halt A nicht zu und B habe ich nicht das Equipment dafür. Pass auf, jetzt renne ich gleich rein. Nee. Ja, musst du auch nicht, ne? Juhu, nicht der Opa. Nee, wir haben einen, ist meist 2 Jahre älter als du. Also, ist nur leider nicht so oft hier. Leider. Bei unserer, also bei meiner Dungeon Dragons so Community haben wir eine Person, die wird 65. Und ist aktiver D&D-Spieler. Seit über 40 Jahren. Jo. Warum nicht? Der ist geil. D&D ist auch cool. Noch nie gemacht. Bisher. Ryder, du brauchst noch nicht mal einen kleinen. Es wird angepasst. Wir haben Synchro aktiviert. Du wirst sowieso angepasst an uns. Ja, mindestens Level 10, also. Ja. Das muss mindestens sein, aber sonst ist egal. Ich bin auch mit meinem Pandaren gerade da, der 50 ist. Egal. Stand mit meinem Fuchs. Nee, der ist doch 60 egal. Schon. 60, ja, stimmt. Der Pandaren wird auf 50. Roter mit Sim. Egal. Du könntest ja sogar mit deinem Main auftauchen und es würde nicht jucken. Roboter mit Senf. Bis da mal einer drauf eingeht. Roboter mit Senf? Ich sag die ganze Zeit nur, egal, ist egal, egal. Ich treff zwar keinen Ton, aber egal. Also wenn Dufte umspeckt auf Heiler, bräuchten wir einen Tank. Ansonsten kannst du auch gerne TD mitgehen und wir suchen uns einen Random Heiler. Ja. Also ist ganz ihm überlassen, ne? Nehmen jeden mit so, wie er Bock hat. Diese Katze ist. Wo sind denn unsere Begleiter? Doch, Allianz kann mittlerweile auch in Dungeons mitkommen. Das geht schon. Richard, ja. Wo hast du Salem gelassen? Also Inis können wir Tatsache zusammen machen. Da! Da ist die süße Katze. Jungs, ihr ladet ihn ein. Level-Innis gehen nicht? Ich dachte, das wäre für alle Innis. Dass das jetzt zusammengelegt wurde. Ja, nicht auch. Ja, ich hab's aber nie getestet, muss ich sagen. Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nie ausprobiert, also. Jungs, regelt mal.
Ja, sobald wir einen Namen haben und den Server. East. Haben wir doch. East. Ah, schön. Huch. Das wurde jetzt nicht. Ich habe aus Versehen Steam geöffnet. Ach, du hast jetzt auch nur kurz das Verlangen, einmal FF zu starten. In der Moment dieser Start der FF. Nee. Nee. Ist er schon wieder aus der Gruppe raus? Ja, also wo hast du den wieder verlassen? So nochmal einladen. Mal normal hier. Schließt der Gruppe an, verlässt die Gruppe. Also er verlässt immer automatisch, komischerweise. Achso, das ist vielleicht wegen Allianz, so, ne? Dass das Low-Level nicht geht, das kann sein. Das könnte sein. Also, nee, ich glaube wegen der Quest-Synchro. Wir müssten die dann vielleicht mal rausnehmen. Aber dann haben wir auch keine Level-Synchro, das ist dann auch blöd. Obwohl, bei den Dungeons ist, glaube ich, egal. Ist Torscher. So, ja, dann ist es so mega mysteriös, warum das nicht geht. Dann ist es echt komisch, dass du dann einfach die Gruppe verlässt. Machen wir mal die Synchro kurz aus. Ja, ich glaube, das wird, glaube ich, daran liegen, ja. Mach mal Rack weg, das Ding. Ja. Aber jetzt, ja gut, wir sehen dich nicht mehr, aber in der Instanz sind wir uns ja wieder. Zeitverlängerungskampagne, Portal zu scherben, wild. Kitty! Ich bin verschwunden. Kitty, der Geist. Ja, sobald er in der Gruppe drin ist, können wir nochmal die Gruppen-Synchro versuchen anzumachen. Ach so, ja. Bei mir steht jetzt im Chat, schließt sich der Gruppe an, aber in meiner Gruppenanzeige ist niemand da. Das ist vollste Hilfe. Meint, wir müssen die Instanzgruppe verlassen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja noch über den Browser angemeldet. Stimmt. Das erklärt sie leicht. Ja, da war was. Dann können wir die Musikgruppe wieder anmachen. Ja, Wahnsinn, ey. Instanzgruppe verlassen. Ja. Jetzt müsste es auch mit der Synchro gehen. Starten. Ja. Ja, wunderbar. Kommen wir zurück in eure Welt. Dann machen wir hier, was ist das? Blut? Nee, Dampfkammer heißt die. Schnösel-Zeugs hier. Schön. Auf in die Dampfkammer. Das ist einfach gleich hier oben morgens. Auf in die Dampfsauna, geil. Bin ich voll dabei. Bälle, Bälle, Bälle. Bälle, Bälle, Bälle. Weißt du, die ganze Zeit kommt nichts und dann kommt einfach sowas random und du denkst dir auch nur so, what? Was geht bei den Jungs schon wieder? Ja, wenn das Hirn freidreht. Telestöcke geklingelt, ey. Ja, das musst du halt manchmal auch, ne? Kopf aufmachen, Hirn raus, Gassi gehen lassen. Weißt du? Ich hoffe, dass der Router-Neustart nicht gleich kommt. Er müsste bald soweit sein, ne? In der nächsten Stunde. In der nächsten 1 bis 1,5 Stunden. Jetzt ist bei uns alle Jubiläare, also ist. Können wir ihn porten? Klar. Aber hier, so einen Stein haben wir doch. Weiß ich nicht, ich sehe da nichts. Ich habe mir die Kammer noch nicht angeguckt. Die Kammer des Schreckens. Ja, sozusagen. Ja,
Hat sehr viel Ähnlichkeiten. Auch überall so Schlangenviecher. Was, ich beschwöre mich selber? Ja, hast du dich selbst angeklickt? Ne, du musst auf den anklicken, den du porten willst. Ja, ich hatte mich noch ausprobiert, auch zu sehen. Ja, du hast mal selbst geportet, ja. Ja, ich hatte verbreitet mich noch selber angeklickt. Er ist halt ein Krieger, der kennt sich mit Magie nicht aus. Ist okay. Richtig. Was ist Magie, was ist das? Ich hau drauf. Mhm. Ja, eben. Ja, Krieger haben den Kopf halt auch nur, um das Gehirn spazieren zu tragen. Das stimmt. Ja. Wir sind das ADHS-Männchen des Paladins, ne? Richtig. Er ist mal intelligent für den Krieger, ja? Die Kuh 2 erhöht. Ob das was bringt? Ja, bei 5 Int kann er sogar sprechen. Bei 10 kriegt er einen vollständigen Satz hin. Oh, wow. Ja. Die guten D&D-Stats. Wir hatten mal einen Ogre, einen Ork im Team. Der hatte weniger intelligent, der konnte nicht sprechen, der hat einfach nur sich durch Knurren und etc. Gestikulieren und so verständigt. Ich glaube, er hat Hunger. Oder wäre er vielleicht drauf und vielleicht muss er auch auf die Toilette, wer weiß. ja, okay. Seid vorsichtig. Dass man mit den 5 Intelligenz überhaupt weiß, wie sein Schwert funktioniert, ist ein Wunder. Ja, ob es auch das richtige Ende in der Hand, ne? Ja. Dann passt das schon. Warm. Ah ja, hier die Dinger brauchen wir ja hier, die großen Boys hier. Wo ist dagegen nicht? Oh, ich hab Flügelchen bekommen, voll cool. Aber nicht, dass du uns wegfliegst. Nee. Red Bull verleiht Flügel. Sagt aber keiner, dass du fliegen kannst. Ja. Wir haben dir einfach nur die Flugfeder rausgenommen. Du kannst deswegen nicht mehr fliegen. Federn wurden gestutzt. Ich sag ja nur die Amerikanerin, die Red Bull getrunken hat, dachte, sie könnte fliegen, von einem kleinen Häuschen Dach gesprungen ist und sich die Knochen gebrochen hat und danach Red Bull verklagt hat. Ja, aber ich sag ja, Red Bull hat nie gesagt, dass du fliegen kannst, aber ja, wir haben ein bisschen Kundschaft. Ich glaube, das wird jetzt richtig intens hier. Was? Nein, ich bin verängstigt. Oh nein. Ja, die Angst ist halt richtig übel. Nein, nicht nochmal. Oh, da ging es wenigstens Hilfe. Ja, es wird los. Es gibt die wenigstens die Aussicht. Eieiei. Halleluja. It's raining, man. Solange ich wieder zurückrenne, ist ja alles gut. Hey, passt noch. Nichts passiert.
funktioniert, ne? Ich sag's immer wieder, auch die Panik-Buttons sind dazu da, mal gedrückt zu werden. Sonst sind die einsam. Ja, meinst du? Siehst du, die haben sich jetzt richtig gefreut. Ich glaube, da ging einfach nur die Pumpe. Ja, vom Heiler. Die vom Heiler, ja. Die auf jeden Fall. Der braucht jetzt noch einen Bypass. Alter. Ich glaube, einen so einen Sumpflot braucht man noch, ne? Da machen wir erstmal die Elementarien. Ich bete einfach nur, dass der Router-Neustart nicht kommt. Gerade. Je nach Wessel, ja, erstmal egal. Ja, ein bisschen uncremig, aber... ist, glaube ich... ja, dass man irgendwie 5 Minuten wartet oder so. Das Problem ist, es kann 5 Minuten dauern, es kann nur ein kurzes, ne, Aufflackern sein, oder es kann 10 bis 20 Minuten dauern. Das sehen wir dann, würde ich sagen, ne? Hey, lass uns überraschen. Ich mag keine Überraschung. Aber das was zum Spielen, mit Spannung. Und Schoki. Mag ich alles nicht. Ist alles nicht mein Fall. Nein. Der lief, die Furcht war nicht gut. Ja. Schon wieder verängstigt. Ja, ich glaube, es machen die Krieger von denen. Mit Drohruf oder so. Ich bin mir da aber auch ehrlich gesagt nicht, wieder nicht sicher. Gibt's so, du willst 20 Minuten, damit du kurz bleiben kannst. Nee. Ich kann dich aufhängen, singen. Ja, aber das ist halt überhaupt nicht gut. Wir sind jetzt überall verteilt, Alter. Das ist so, als wie besser, der Hund macht auf dem Teppich, denkst du, ja, ich heb's jetzt auf und anstatt es wegzumachen, wirfst du es in den Ventilator. So, weißt du, genau so ist das. Genau so ist das. Ich wollte nur mal zeigen, dass ich das auch kann. Oh. Ich sag mal so, die letzten Stunden schaffen wir jetzt auch noch. Ja, sicher. So lang ist es ja jetzt auch nicht mehr. Wir haben ja jetzt schon 21,5 Stunden. Ja, hier gab's so Blitzwolken, die waren voll uncremig. Die Tiefe wird euch verschlingen. Ja, also, wenn's stürmt, dann muss man da rausgehen. Also, wenn's stürmt, bleib ich drin. Genau, ja, aber man wird irgendwie auch festgefroren am Boden manchmal, da muss man das dann wegzaubern. Meinst du diese Wolken da? Ja, genau. Bin gerade erstmal betäubt. Das habe ich schon wieder zu viel versprochen. Das mit dem Festfrieren kommt gar nicht. Aber so ist das halt, ne? Auf dem Packungsbeilagen steht auch immer mehr drauf als drin. Unsere Herren wird euer Untergang sein. So, die Maschine hier müssen wir, die Orgel müssen wir orgeln hier. Es geht am Ende die Tür nicht auf. Nice. Da kriegst du kein Orgel. Ja. Ah, ich hätte es nicht. Ich glaube, ich werde vielleicht noch einen Tee machen, ey. Ich mich jetzt mit Tee zu. Er hält auch Woche. Also mir geht es eher darum, die Erkältung so ein bisschen zu bekämpfen. Weil ich merke, die in meinem Körper. Also ja, dann haben die so ein Tier von einer Kräuterhexe, ne? Ich versuche einfach nicht mehr auf die Uhr zu gucken.
sofort hergerannt als Krieger. Eben noch mal einen Tee holen. So, jetzt kommt erstmal der New York Chai Tee. Honig-Zitronen-Tee. Honig-Zitrone, das klingt gut. Ganz eines. Glaube, ich werde schlafen wie ein Stein. Ich befürchte nur, dass die Katzen mich dann wach halten werden, sobald ich liege. Vielen Dank, Bescheid. Ich sehe Salem jetzt schon vor mir, wie er macht. Also sind die Sirenen, die Furcht zaubern, nicht die Krieger. Ja, aber die Sirenen. Ja, die Sirenen, die machen Weebu. Weebu! Ich bin ja schon sehr gespannt auf den zweiten Film davon, ne? Ich nicht. Ich würde es gar nicht wissen. Erst gesehen. Echt? Den habe ich mehr als geguckt. Ui, wo das Schloss geschwänzt. Ich guck mir den zweiten definitiv nicht an. Es kann nur schlecht werden. Angelacht. Tu noch nichts, das sind die Sklaven, Mann, die müssen befreit werden. Nichts da. Ah. Alles gehört hier ausgerottet. Ich trinke gerne mal was. Hallo? Hm? Was denn? Hallo. 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 Hä? Was war denn? Weiß nicht. Duft hat damit angefangen. Ja, Duft deswegen ja. Gar nicht wahr. Gar nicht wahr. Hat mich nur ein bisschen erschreckt. Das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, er wollte Beschwerde einbringen, hat dann gesehen, dass es im Chat steht und hat es gelassen. What? Nee. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwas Gefährliches konnte. Also ich glaube, Ads kommen. Das Reich der Schmerzen, gibt es da wenigstens Popcorn? An. Ja, so steinharte Blombenzieher. Die kann er behalten. Leg sie tiefer, Jungs! Hat er ernsthaft nach seiner Mama gerufen? Ja. Weird. Mami! Mama! Ooh. Gott. Ja, I like to move it. Ja, genau. I like to move it. Die Gesangsstütze zurück, meine Damen und Herren. Oh yeah.
Jetzt geht's los. Oder schneller. Oh yeah. Njoin. Immer dreimal schneller als ihr. Yay, noch mehr Gold. Oh, nein, 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 nein. Bitte bleib doch mal irgendwo an der Wand hängen. Immer diese Sirenen. Ah, da ist ja noch eine. Hier. Alarm! Alarm! Alarm im Darm! Genau das, Ryder! Genau das! Ja, das ist so eine. Korrekt! Wird das Hirn halt so richtig matsch. Boah, Alter, das ist aber echt heftig. Ihr haltet euch für würdig, nur weil ihr meine Wachen überwältigt habt. Hier muss man diese so Blubbercontainer kaputt hauen, wenn die aktiv werden. Wie diese gelben Kästen an der Seite. Du meinst. Diese da? Ja, die Dinger. Okay. Oh ja, Spy Reflection ist auch mal sehr nice. Das ist aber nur für Riders so ein bisschen nervig. Alter. Vor allem sieht das halt richtig geil aus. Im Stream selbst. In dem Chat. Hui, 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 hui. Das ist halt einfach irgendwie. Es hat was. Warum laufen wir nicht zurück? Wir können uns einfach wieder rausfahren und reinbohren. Ah ja, stimmt, wir haben ja angemeldet, ja. Ist ja nicht so wie. Sonst sind wir mal reingegangen. Da hat man den Luxus ja nicht. Was? Und das? Und dann sporten wir in den Dungeon Boarden. Hey. Ja, das war doch recht entspannt, ey. So. Jetzt haben wir die drei Innis hier aus dem Gedöns. Das Emote ist super. Ich glaube, ich würde das Emote, also ich feiere das Emote sowieso richtig, aber ich glaube, ich würde es noch mehr feiern, wenn ich wach wäre.